Hallöchen, liebe Leute. Unter anderem war das ein Problem mit dem Bioshock Let's Play gibt. Oh mein Gott, ich muss den Innensound gleich mal ein bisschen leiser für mich stellen. Mache ich jetzt ein neues Let's Play. Aber auch, weil eine Freundin sich das gewünscht hat, dass ich das mal mache. Und das Spiel hat mich so gefesselt, es hat mich sogar fast schon fertig gemacht. Also ich habe das schon mal gespielt. Wir machen uns jetzt einen neuen Spielstand. Den nennen wir einfach mal Alice, genau. Wenn ich schreiben könnte, wäre das natürlich super. Und betreten das Ganze mal. So, da haben wir schon unsere Alice. Und hier ist unser Fortschritt, der quasi nicht vorhanden ist. Ich fahre wieder rüber. Ah, so, genau. So. Dann würde ich doch einfach mal sagen, schaue ich mal auf die Uhr. Und wir spielen Alice Madness Returns. Oh, Schwierigkeitsgrad. Ja, normal klingt ganz gut. Jetzt spielen wir Alice Madness Returns mit einem schwingenden Schlüssel an einer Kette als Ladevorgang. Ja, da stehen lustige Dinge da unten. Das merke ich auch jetzt. Ich habe das Spiel auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ja, die Frage ist eigentlich ganz berechtigt. Wenn man über die Lebenden schlecht reden darf, warum nicht über die Toten? Ich meine, sie sind tot, da kriegen es nicht mehr mit. Okay, das hatte ich die Klappe, weil jetzt nämlich das Intro kommt. Intro! Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt Konzentration. Warte. Du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Flur. Zart, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese Wahnvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Und was nicht stimmt? Nein! Tu das nicht! Wehr dich nicht! Schmutz! Verderben! Es bringt mich um! Das Wunderland ist zerstört! Mein Verstand eine Ruine! Vergiss es! Verdränge diese Kraft! Erwache! So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten sie bereits. Ziemlich oft. Und... Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor.
Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie, dein Papst wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie eine war. Du bist jetzt daheim, Charlie. Entspanne dich. Du schwebst. Hör zu. Sie sind weg. Ja, das war mal ein creepy Vorspann. Allerdings ist das ganze Spiel nicht anders. Und ich liebe es einfach. Also wir sind Alice und zwar nach den Erlebnissen des normalen Alice im Wunderland Films. Nicht der, der jetzt neu rausgekommen war mit Johnny Depp und so. Können wir hier rein? Können wir nichts machen. Aber hier ist der Boys Room, also der Jungenzimmer. Man kann hier einfach mal, also wir sind hier anscheinend, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in einem Waisenhaus. Weil unsere Familie bei einem Brand ums Leben kam, wie man im Intro gesehen hat. Frag Liebestöter. Unsere Antworten sind manchmal so geil. Ich stehe drauf. Bah, der Locus stinkt widerlich. Schlimmer als dein Zimmer? Was? Ich kann mich hier umsehen. Ah. Meine Geschichten für die Kinder tragen seltsame Früchte. Ihre Zeichnungen entlarven, was in meinem Geist vorgeht. Schließen! Schauen wir uns mal hier um. Hier sind wir wieder im Flur. Hier stehen Kinders. Was ist denn? Wo ist die Tür? Okay, wir können keine kleinen Kinder umrennen. Schade. So, daneben ist das der Girls Room. Das Mädchenzimmer. Tee. Um zur Ego-Kamera zu wechseln. Hallo, Doktor, Ego-Kamera. Immer noch krank im Kopf? Mein Fall ist hoffnungslos. Im Endstadium. Mindestens, Alice. So, ich fand es ganz interessant, man konnte sich hier ganz viele Dinge ansehen. Ach, ich will jetzt aber nicht alles in der Ego-Perspektive machen, da ist ein toter Goldfisch. Ein blinder Spiegel. Creepy Puppen. So. Gold ist wieder Doktorzeit. Ich habe mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? Können wir uns hier die Bilder ein bisschen ansehen? Nein. Gut, ich glaube nicht, weiß nicht, ob wir noch mehr hier oben machen können. Dann laufen wir mal runter. Was haben wir denn da? Home, safe home. Sicheres Zuhause. Blum. Ein bisschen Schmutz unter der Treppe. Verstoßene Spielzeuge und abgetragene Schuhe haben eine Vergangenheit, wie die, die sie benutzt haben. Meine Vergangenheit ging in Flammen auf. Schließen. Und zurück. Gut, das soll es auch erstmal für den Anfang gewesen sein. Wir gucken uns gerade noch hier an. Die Illustrated News stellt den unersättlichen Appetit auf die häusliche Hölle und Industriekatastrophen. Feuer in Streichholzfabrik, 6 Mädchen vermisst. Was wäre vorhersehbarer? Die Welt ist im Wahn. Und, ja, wir schauen uns dann beim nächsten Mal weiter im Haus um und dann bis dann.